Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Heute geht es um den AMBT. Einfach weil ich Bock drauf habe. Denn jetzt aktuell beginnt ein bisschen mehr die Kreditpunkte und freie Erfahrungsfarmphase, wobei es mehr um Kreditpunkte geht. Und da werden wir jetzt einfach logischerweise die ganze Zeit ein paar Premium-Panzer durchballern. Und mal gucken, was bei rauskommt. Ja, wir stehen perfekt für den Hill, da gehen wir natürlich auch hoch. Time to roll out. Oh, schaffen wir. Perfekt. Ja, den AMBT, muss ich übrigens zugeben, habe ich echt lieb gewonnen. Der Panzer ist richtig, richtig geil einfach. Den gab es aus den Weihnachtskisten da. Hat zwar auch eine relativ lange Nachladezeit gefühlt, finde ich, für ein Medium. Aber der knallt immer so gut rein. Ich weiß nicht, immer wenn ich ihn spiele, macht er einfach nur Laune. Ist einer meiner Lieblingsmedium-Panzer geworden. Selbst sowas wie den Mars, also den Progetto 46 so gesehen, so finde ich gar nicht mal so geil wie den AMBT. Jetzt sind wir nur zu zweit hier oben. Das ist natürlich doof. Boah, den Gonzalo hat es aus dem Leben geballert, Junge. Holy shit. Ja, will ich jetzt vorfahren oder wollen wir erstmal hier chillen? Wir chillen erstmal hier. Er war schwach. Das war sehr schwach. Aber mein Kommandant hat gelogen. We didn't even scratch him. Das war gelogen. Es war ein kritischer Damage. Boah, meinst du, wir könnten versuchen, da hinten hinzuschießen und irgendwas zu treffen? Das wäre so geil, wenn wir da hinten Damage gemacht hätten, ne? Ja, also letzte Kugel wegballern war eigentlich dumm, aber wir haben genug Zeit jetzt zum Nachladen. Ist halt eine der größten Camper-Karten, die es gibt, Prokhorovka. Ganz ehrlich. Aber die Heavys machen halt selten was, die Jagdpanzer gammeln nur im Eck da hinten ab. Die Lights, die fahren immer nur im Kreis oder chillen da hinten halt. Und hier der Berg ist halt meistens verzögert, bis halt irgendwie mal sich was nach vorne traut. Hallo, Herr Udes, wie geht's Ihnen? Ich würde mich ja nach vorne trauen, aber dann sterbe ich halt. Da bin ich ein bisschen egoistisch. Ich will Kreditpunkte haben und ich sterbe. Oh, Boots. Can you start play? Ja, dann mach doch was. Nur bei anderen Beschweren, weißt du? Ja, markiere ruhig den Berg, hast recht. Weißt du, der UDES 16 markiert jetzt den Berg. Der Medium, der auf der anderen Seite der Karte da hinten abgammelt, beschwert sich, dass wir nicht vorfahren, während wir unter Beschuss stehen. Der hat keinen Plan, wie hier die Front gerade aussieht. Mach mal was, los, bewegt euch! Wir möchten keinen Schaden kriegen. Das ist euer Job, denn ihr müsst euch bewegen. Ich meine, gut, wir bewegen uns zwar nur einen Meter und werden direkt beschossen, aber das ist uns egal, weil wir sehen das nicht und wir wissen halt nur, es ist euer Job. Abgeprallt. Ja. Ja. Wenn die jetzt die Basis erobern, bin ich ehrlich, ist mir das prinzipiell nicht so wichtig. Ich komme mit der Kanone nicht so tief. Müsste ein bisschen weiter rechts stehen, das ist nicht ganz so steil. Ach, einfach mal da hinschießen. Oh, geil, Boden getroffen, perfekt. Was? Was? Der ging nicht, was? Der hat keinen Schaden gemacht, was? Komm, wir machen mal die dicke Munition rein. Ist zwar ein bisschen teurer. Aber da hier so viele Neuner gerade sind, hier mit dem E75, E50 und UDS-16 und sowas, macht es auf jeden Fall gerade Sinn, hier doch mal die dicke Munition zu laden. Vor allem, weil ich mir, wenn ihr euch immer vergleicht, ne, 215 im Vergleich zu 278, das ist halt, ne, lächerlich. Hm.
Es ist immer dasselbe im Spiel. Ich würde doch gerne echt mal wissen, so was stellen die sich vor? Wenn ich jetzt vorfahre, würde ich die halt einfach nur eine Sekunde spotten und würde dann spätestens da sterben. Das macht doch keinen Sinn, Junge. Ah, frech. Habe ich mit gerechnet? Na komm, kriegst du den Schuss noch auch noch, ist egal. Ich hätte zwar fast nachgeladen, aber ist egal. Ja Leute, denkt ihr, wenn ihr uns 10 mal markiert, wird das denn irgendwas hier? Wir führen noch 6 zu 4, gerade ist keiner am Kippen, ist doch alles entspannt. Passt doch. Oh, er steht seitlich, ist gut. Enemy armor is damaged. Sehr schön. Wenn theoretischerweise gerade guckt keiner rüber, jetzt könnten wir rüberfahren. Komm, auf geht's. Markiert ihr mich immer noch, oder was? Junge, Junge, Junge. Wo ging der denn jetzt wieder hin? Ich pack's nicht, Junge. Da ist ja Luft gelaufen. Beide sind auf jeden Fall schon gut gedamaged, ne? Nur der eine, der hat noch ein bisschen HP. Aber jetzt stehen wir gut hier. Das ist schön. Captain können wir jetzt eh vergessen. Solange wir jetzt hier so aufgebaut sind von beiden Seiten. Jagdpanzer haben wir auch auf dieser Seite keinen. Der steht mich hinten bei C1. Also eigentlich bin ich hier gerade relativ entspannt am Stehen. Nachladen haben wir auch. Huch, nicht scouten bitte. Aber ich meine, wir sind tief genug, ihr dürft uns eigentlich nichts treffen. Arti gibt's auch nicht. Mega gut. Ah, die beiden haben auch gut kassiert, ne? Die sind alle ein bisschen gedamaged hier auf der Karte. Einziges Problem ist nur, ich kann jetzt da auf jeden Fall nicht mit hinschießen, weil ich jetzt halt hier in dieser kleinen Kuhle drin stehe. Machst du nichts. Oh, CS59, da bist du aber mutig. Da wirst du Damage kassieren, glaube ich. Und zwar nicht wenig. Na, weiß ich nicht. Wobei, geht, ne? Ah, ne, jetzt kommt der Schaden rein. Ja, was willst du machen auf dieser Camper-Karte hier, ne? Das ist ein schwieriges Ding. Das war wunderschön. Oh, geil. Mal eben kurz 1000 Schaden rausgehauen. Und der denkt sich auch so, so ein Scheißspiel. Warum fahre ich hier rüber? Jetzt bin ich extra hier von C1 rüber gedackelt, nur um dann Schüsse vom Berg zu kassieren. Was für ein Trash-Team. Aber apropos Trash-Team. Es sieht gerade ein bisschen gefährlicher aus, bin ich ehrlich. Wobei, sind alle ziemlich low, ne? Es sind gerade fast alles One-Shots auf der Karte. Nur der Sumur, der hat noch echt ganz schön viel HP. Gefährliches Ding, du. Oh, jetzt nicht sterben, Leute.
Tja, jetzt stehen wir hier und chillen ein bisschen, bis sie da hinten durchgepusht haben. Alter, 5 Minuten noch. Eigentlich müsste ich die Karte mal rausnehmen aus meiner Dings hier, weil Prokhorovka einfach immer eine lame Karte ist. Ah, ich hätte zielen sollen. Ja, schade. Ja, okay, da haben die gepusht. Das war okay. 3200 Damage. Relativ gut die Front da gehalten. Also ich finde es echt, war eine sehr schöne Runde. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne noch einfach aus Interesse die Runde durchlaufen lassen. Einfach um zu wissen, wie sich die anderen anstellen. Vor allem der Conqueror, der ja schon ein bisschen auf Kacke gehauen hat mit Pussies und mach mal was. Ne? Ich hatte diesen gepusht und wurde keine von denen abgeschossen. Oh, da pusht du jetzt leider. Das könnte tödlich sein für die Gegner, aber für dich auch. Oh, das ist der Not. Boah, nice. Okay, ich dachte, da stirbst du dran. Warte, bevor du pusht. Die sehen dich noch, die sehen dich noch. Und der ist RIP, der Progetto. Nee? Boah, Junge, ich glaub's nicht. Nice. Good job. Ja, müsste jetzt eigentlich... Okay, du wurdest auch gesehen. Ärgerlich. Eigentlich müsste das hinkriegen... zu dritt den Sumoa niederzustrecken. Aber der könnte euch auch halt genauso gut easy peasy alle wegjeten, ne? Okay, dass der Japan natürlich so reinpusht, war natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Jetzt muss der Conqueror halt zeigen, dass er dann den Sumoa besiegen kann. Bin ich immer gespannt. Sondern du scoutest, indem Sumoa immer dann die Seite schießen kannst, also der Conqueror immer reinschießen kann, müsste das Ganze eigentlich relativ gut klappen. Muss halt nur... Hä, ich kann ihn nicht zugucken, den Conqueror. Doch, jetzt ging's. Lol. Was war das gerade? Komisch. Jetzt hin. Du musst den weiter spotten. Wenn du den nicht spottest, können die sich nicht bekämpfen. Du kannst doch jetzt nicht wegfahren. Wieso? Ich meine, ja, einen anderen Spot annehmen ist schon nicht schlecht, aber... Da bist du auf jeden Fall ungeschützt jetzt, oder nicht? Na gut, wird schon. Ja, aber nice. 2 Minuten noch. Okay, er fährt erstmal voll in die Wand. Ach ja. Achtung, Gefecht endet in kurzer Zeit. Und das meine ich halt, weil jetzt seht ihr den nicht mehr. Der Conqueror, dass der vorfährt, ist jetzt nicht so smart. Weiß ich nicht. Wenn der einen Hit kassiert, hat der T49 fast schon keine Chance mehr. Oh, da müsstest du stehen, den Conqueror. Du darfst eigentlich nicht so weit vorpushen. Oh, weiß ich nicht, Junge. Ja, jetzt könnt ihr einfach cappen gehen. Jetzt muss er ja pushen. Dann ist er jetzt halt im Negativen. Jetzt sei nicht kill greedy und fahr alleine vor. Das wäre richtig dumm, wenn du dich jetzt... Kill, don't cap. Ja, sind die dumm? Die können es doch verlieren. Ja, okay, gut, die Zeit ist natürlich zu wenig. Das stimmt schon, aber... Oh, der Conqueror wird sowas von sterben. Ich schwör's euch. Wie auch alle noch zugucken, ne? Mein Gott. Ich mach's ja nur wegen der Aufnahme jetzt, aber Alter. Und tot. Ist ja ein Trauerspiel hier. Sehr schön. So.
Bin ich mal gespannt, wie unsere Leistung war. Also ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich den zweithöchsten Damage. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bin ich gespannt. Na komm. Verlasse Gefecht. War auf jeden Fall eine schöne Runde, finde ich. Ja. Kriegt auch erstmal den dicken Dings drauf, so. Zweithöchste Damage. Sag ich doch. Sehr schön, eine schöne Runde. Gefällt mir. Ja. Ne, wirst du die ganze Zeit angeheult hier? Oh Mann, alles voll kacke. Und trotzdem sieht die Runde ziemlich gut aus. Sehr viel Damage gemacht, voll, eigentlich voll gut. Na gut, okay. Eigentlich mache ich mal eine Doppelfolge so, aber ich würde sagen, diesmal machen wir nur diese eine hier. Weil, war eine relativ lange Runde. Passt. Finde ich reicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.